Hallo und willkommen zu einer neuen Episode von meinem Walkman-Podcast. Bevor es losgeht, noch eine ganz kleine Ankündigung in eigener Sache. Und zwar gibt es vom Podcast jetzt seit einigen Wochen auch eine Video-Ausgabe. Die erscheint dann immer entweder samstags oder dann am Montag der darauffolgenden Woche. Und zwar einmal mit den jeweils aktuellen Folgen nochmal ein bisschen aufbearbeitet fürs Video. Und dann einmal zur Wochenmitte noch einmal eine sogenannte Classic-Folge. Und das sind dann Gespräche, die ich in den vergangenen zwei Jahre mittlerweile hatte und die so ein bisschen herausragend waren. Und die werden halt nochmal dann für YouTube aufgearbeitet. So, genug in eigener Sache. Und jetzt dann direkt hinein ins aktuelle Gespräch. Ich habe heute einen Gast bei mir, eine Gästin. Das Thema hatten wir gerade. Diese Frau hat etwas ganz Besonderes gemacht, wovor ich wirklich meinen Hut ziehe, wovor ich einen riesen Respekt habe. Und zwar ist sie ein, zwei, drei Schritte weiter als ich in einem ganz bestimmten Thema mit dem Thema, ja, verrate es jetzt, loslassen, oder kommen wir erst im zweiten Schritt dazu. Hallo Carola, hallo Carola Lotz. Hallo, hallo lieber Ralf. Ich freue mich total. Vielen lieben Dank, dass ich hier bei dir in diesem Podcast sein darf. Und ja, wir sagen das einfach. Ich wohne in einem Tiny House. Also das heißt, das, was du anschneidest, wahrscheinlich, was auch so dein Thema ist, wo ich in zwei, drei Schritte im Voraus bin, ist das, dass ich mich wirklich gelöst habe. Bin ausgezogen aus einem großen Haus und wohne jetzt in einem kleinen Haus. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir wirklich deine Podcasts alle angehört und, also nicht alle, aber fast alle, da hat die Zeit nicht gereicht. Und du bist mir natürlich in ganz vielen Bereichen echt ein Riesenvorbild und ganz, ganz viele Schritte voraus. Da sind wir uns, glaube ich. Ich glaube, das müssen wir ein bisschen aufklären, sonst. Da fehlt den Zuschauern und Zuhörern, glaube ich, so ein bisschen dann auch die Verbindung. Wir beide kennen uns ja, wie du mir im Nachhinein erstmal verklickern musstest, weil mein uralt Alzheimer-Gehirn hat da tatsächlich schon wieder eine Lücke gehabt. Wir kennen uns ja tatsächlich schon seit fast 40 Jahren. Ja, Ralf, das stimmt. Also ich konnte mich sofort erinnern, wie du dich bei mir gemeldet hast. Sag ich, ach, das könnte doch der Ralf sein, der damals noch in Biebergemünd, Kassel gewohnt hat. Und ich habe dann immer eine Schulfreundin besucht. Aber Ralf, ich war echt noch ein Teenie. Aber ich wusste, dass der Bruder einen tollen Nachbar oder Freund hatte. Und da habe ich gedacht, das könntest du gewesen sein. Und es hat sich ja dann auch herausgestellt, dass wir uns von daher schon kennen, ja. Cool, ne? Anfang der 80er, da war ein Großteil der Hörer und Hörerinnen noch nicht mal in Planung. Ganz genau. Genau. Gut, okay, kommen wir zum Thema. Ja. Also, ja. Jetzt habe ich natürlich in meinem Eifer erstmal hier gleich loszupoltern, das Wichtigste vergessen. Du wolltest ja eigentlich mit einem Zitat einsteigen. Ja, also ein Zitat. Mein Lebensmotto heißt einfach machen. Mach's einfach. Probier dich einfach aus und die Einfachheit, das ist so der Schlüssel für mein glückliches Leben. Das hast du auch gemacht in dem Augenblick, als du deinem Mann klargemacht hast, du Schatz, wir ziehen aus dem großen Haus, wir probieren es mal mit einem Tiny House. Wie hat denn der da reagiert? Oder war das eine gemeinsame Idee von euch beiden? Nein, lieber Ralf. Also das war tatsächlich so gewesen. Es war eher so eine Schnapsidee von mir. Ich habe mich irgendwie, ich bin so ein YouTuber-Schauer, ne? Und dann habe ich irgendwann mal so gesehen, dass Menschen in so einem kleinen Häusern wohnen, wo da wirklich alles drin ist, wirklich von Herd, von Spüle, von Dusche, von Klo. Also ich kenne es natürlich vom Camping, ja. Aber so ein komplettes Haus und das dann auch auf Rädern, ich fand das einfach fürchterlich spannend und habe dann immer mehr so geguckt und dann habe ich mir das mal vorgestellt und was wäre wenn und ja. Und irgendwie ist aus dieser Idee immer mehr geworden. Und mein Mann und ich, man muss dazu sagen, die Kinder waren aus dem Haus. Ich bin in zweiter Ehe verheiratet und unser Haus war wirklich auch zu groß geworden. Und
Dann kamen ganz viele Schritte halt noch mit dem Bewusstwerden, was brauche ich denn tatsächlich zum Leben? Also da kamen auch so wirklich so Fragen auf, was brauche ich denn eigentlich zum Leben? Und so hat sich das so nach und nach entwickelt. Und mein Mann musste da schon ein bisschen, Ja, du kannst ja. Also es ging halt ein bisschen langsamer bei ihm. Aber im Endeffekt fand er die Idee tatsächlich dann gut. Wir haben sogar mal Probe gewohnt, weil wir wollten einfach mal gucken, wie fühlt sich das eigentlich an, in so einem Haus zu sein. Und und dann sagte er, ach du, ja, könnte ich mir vorstellen. Jetzt mal vielleicht für diejenigen, die mit dem Tiny House noch nicht so viele Erfahrungen gesammelt haben. Was stelle ich mir dann darunter vor? So ein Tiny House ist ein ich spreche jetzt mal ganz brutal doof runter, ist eigentlich sowas wie ein großer Bauwagen, halt modern, abgedichtet mit allem Schnickschnack. Im Optimalfall, wie viel Quadratmeter habe ich denn da? Also in deinem Fall zum Beispiel. Also in meinem Fall ist es so, mein Haus ist 8,40 Meter lang und 2,48 Meter breit. Aber das ist jetzt, wie gesagt, das sind die Außenmaße und in, so circa 20 Quadratmeter Grundfläche. Dann sind noch zwei Lofts eingebaut. Das sind vielleicht auch nochmal 7-8 Quadratmeter mehr. Also unter 30 Quadratmeter wohne ich derzeit tatsächlich mit meinem Mann in so einem kleinen Haus. Und mir persönlich war es unfassbar wichtig, dass dieses Haus auch noch Rädern hat. Also es gibt ja ganz viele Häuser, die man dann, also kleine Mini-Häuser, die man irgendwo hinstellt, und die haben aber keine Räder. Und ich wollte einfach diese Flexibilität behalten. Das fand ich so mega toll. Hat das nicht auch was zu tun damit, ob das nach hinten raus dann irgendwie mit dem Bauamt oder mit der Genehmigungsbehörde irgendwie dann Schwierigkeiten geben können, solange das mobil ist, sprich die Räder sind noch dran, gelten da, glaube ich, andere Vorgaben, oder? Ralf, leider nein. Also ich hätte mir das genauso gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, du hast dann wie ein Anhänger, du kannst überall stehen bleiben, überall, wo es schön ist. Du reist quasi mit deinem Haus wie so ein Schneckenhaus hinterher. Das wäre super, super toll. Leider wohnen wir hier in Deutschland und da gibt es Regeln. Und wir haben zwar... Also unser Tiny House hat einen TÜV, das heißt, das bis 3,5 Tonnen kann man dann mit dem Fahrzeug dieses Haus wirklich hinter sich herziehen. Ja. Wir können auch damit tatsächlich verreisen, nur dauerhaft wohnen, also laut Baurecht ist es so, wenn du länger wie, glaube ich, 3 Monate, aber bitte nicht festnageln, 3 Monate an einem Platz wohnst, dann brauchst du eine Baugenehmigung mit allem drum und dran. Also das heißt, alles, was ich früher gemacht habe mit meinem Festen, mit meinem normalen Einfamilienhaus, all die Schritte sind auch, musste ich da durchgehen, tatsächlich, ja. Wie machst du das? Also mit Architekt, mit Statik, mit Bauschild, mit Abstand halten zum Nachbarn, was auch alles, all die Sachen, die man halt so kennt. Mhm. Aber du musst jetzt nicht alle 3 Monate irgendwie dein Häuschen um einen halben Meter nach links oder nach rechts verziehen. Nein. Also ihr könnt schon da stehen bleiben, macht ja auch Sinn. Wir haben eine ordentliche Baugenehmigung gekriegt, lieber Ralf, und wir dürfen da wohnen, solange wir wollen. Und also mir persönlich war es halt auch wichtig, wir haben da nochmal einen Bauplatz gekauft, weil ein Stellplatz für so ein Tiny House ist auch in Deutschland nicht so einfach, weil zum Beispiel beim Campingplatz ist es so, da mögen die Tiny Häuser unter anderem gar nicht so gerne, weil die halt höher sind wie ein normaler Wohnwagen. Und wir haben aber jetzt eine Baugenehmigung, wir dürfen da wohnen, und mir war es halt wichtig, dass ich so eine Basic habe, weil mein Ziel halt schon ist, auch zukünftig unterwegs zu sein, mehr wie früher in meinem alten Leben. In deinem alten Leben, genau. Du, also wenn ich das richtig verstanden habe, im Endeffekt hast du jetzt zwar das große Haus gegen das kleine Haus getauscht, aber dadurch ist eines nicht unbedingt viel leichter geworden. Du brauchst ja immer noch praktisch, du musst ja die Voraussetzungen erfüllen, wie beim Bau oder Kauf eines großen Hauses. Du brauchst einen Bauplatz, du brauchst die Genehmigung, du brauchst praktisch alles nur um eine Miniatur. Geht das dann? Und du wahrscheinlich machst auch für dein Wohnhaus nicht alle 3 Jahre einen TÜV oder sowas, ne? Nein, das brauche ich nicht.
Also nur tatsächlich brauche ich den TÜV, wenn ich tatsächlich verreise, wenn ich dann sage, okay, ich mache einen Wohnortwechsel. Also mir war es halt wichtig, dass ich so frei wie möglich bin, dass ich die Möglichkeit habe. Wenn ich ein Einfamilienhaus habe, bin ich örtlich halt einfach gebunden mit dem Steinhaus. Und das bin ich da jetzt nicht. Wie sieht das denn aus? Ihr habt da jetzt ein großes Wohnzimmer, die Küche habt ihr auch irgendwo mit versteckelt, große Dusche, Badewanne, sonst irgendwas, ist wahrscheinlich alles ein bisschen kleiner. Wie läuft sowas? Wie stelle ich mir das Leben in so einem Tiny House vor? Ich sage dazu erstmal ein Wort: einfach. Einfacher. Denn also vom Raum her ist es halt so, man kommt rein in das Haus und ist sofort, hat eine Couch, wir haben eine Küche. Also alles, was in diesem Haus ist im Moment, wurde von einem Tiny-House-Bauer für uns genauso entworfen, wie wir das haben wollen. Das heißt, ich habe alles, was ich in dem alten Haus hatte, loslassen dürfen, müssen, können. Ich habe da weiter nichts mitgenommen. Ich habe mich wirklich von ganz unfassbar vielen Dingen getrennt. Und da hat so meine, wirklich auch meine Loslassreise im Außen noch mehr begonnen. Also zuerst warst du an dem Punkt, dass du gedacht hast, okay, ich möchte das jetzt mal probieren. Ich möchte mich von dem großen, ich sage jetzt mal Ballast trennen. Und einfach gucken, dass ich zu mir finde und ein bisschen leichter leben mit weniger Ballast, heißt ja auch weniger, jetzt überspitzt, weniger Sorgen, alles ein bisschen simpler. Und also ich stelle es mir toll vor, dass mit dem Ballast abstoßen mache ich ja auch seit einem Jahr, dass ich sage, jeden Tag muss ich hier irgendwas raus, entweder eine ganze Kiste oder ich heute Mittag sind zum Beispiel, das kennst du dann vielleicht sogar noch, meine alten Triathlon-T-Shirts aus den 80ern, da haben wir es ja schon gekannt, die habe ich immer noch aufgehoben, diese ganzen Finisher-Dinger, weil ich mir gedacht habe, irgendwann kommt bestimmt mal einer an und sagt dann, die müssen alle ganz dringend ins Deutsche Triathlon-Museum, aber das Ding wird noch nicht gebaut, das gibt es nicht. Ich bin da wohl der Einzige, der davon träumt. Und von daher kommen die jetzt alle zu den Altklamotten und dann wird heute erstmal dann der nach der Sendung hier der Kleiderschrank leer gemacht. Das hast du eine ganze Weile durchgezogen oder ihr? Wie groß war vorher euer Haus? 150 Meter? Über den Daumen. Ja, 10 Meter breit, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Also wir hatten 145 Quadratmeter Wohnfläche, dann kam aber noch der Keller, der Dachboden und alles Mögliche dazu. Also bestimmt so um die 200. Großer Garten dabei und da haben wir ja, also sind meine Kinder halt auch groß geworden und davon habe ich mich dann getrennt, ja. Jetzt bist du auf 30 Metern. Was fehlt dir denn alles? Mir fehlt nichts, Ralf. Also tatsächlich, mir fehlt nichts. Ich muss dazu sagen, wir haben noch einen Container. Das ist jetzt auch der Ort, wo das jetzt hier aufgenommen wird, dazugestellt, weil es mir also wichtig war, das, was ich halt heute beruflich mache, dass ich das in einem geschützten Rahmen mache. Ja. Aber ansonsten, mir fehlt definitiv nichts. Es ist unfassbar, wenn ich die Schränke aufschiebe, die Schubladen, und sehe, was ich da noch an Tupperware, darf man hier Werbung machen, an Plastik, Plastikschüsseln habe, ist eh passiert jetzt, ja, und wo ich dann denke, oh mein Gott, ich brauche das gar nicht. Und das wirklich, das ist so unfassbar. Ich habe früher für jeden Besuch ein extra Geschirr gehabt. Und dann denke ich, hey, bist du denn doof? Warum machst du denn das? Warum macht man das? Also einfach das auch mal so hinterfragen. Heute ist es so, wenn jemand zu Besuch kommt, der kriegt den gleichen Teller, den ich montags, dienstags, mittwochs und donnerstags benutze. Aber zu mir kommt auch keiner mehr mit dieser Erwartungshaltung. Das muss man halt auch dazu sagen, dass hier alles perfekt ist. Bei mir ist halt eher so diese Leichtigkeit, diese Einfachheit. Ja, so wie, ich weiß nicht, ob du Camper bist. Also mein Mann und ich, wir gehen auch gerne campen. Wir haben so ein kleines Wohnmobil umgebaut. Und da habe ich erst mal gespürt, dass man die Dinge gar nicht braucht. Also du brauchst keinen Eierkocher extra. Die kann man auch tatsächlich in einem ganz normalen Topf kochen. Ja, also wir haben so viele Dinge, die wir einfach doppelt haben in unserem Haus und wo wir ständig denken, hey, die brauchst du, um glücklich zu sein. Nur wenn es dir bewusst wird, was du denn tatsächlich brauchst, um wirklich hier im Herzen glücklich zu sein, dann zählen bei mir mittlerweile ganz andere Werte.
Ich habe mal vor einiger Zeit einen Podcast gehört, auch zum Thema Loslassen und Minimalismus. Und die beiden Moderatoren, die sich da diesem Thema gewidmet haben, die sagten auch, sie haben irgendwann angefangen und haben dann einfach die Jahreszahlen runtergerechnet. Was habe ich 10 Jahre nicht mehr gebraucht? 8, 6, 5, 2. Und dann waren sie schon auf einem Niveau, mit dem sie dann zufrieden waren, glücklich waren. Am Anfang fiel es ihnen sehr schwer. Je mehr sie hatten, desto mehr hatten sie Probleme, sich davon zu lösen. Und je weniger es wurde, desto mehr haben sie gemerkt, es geht ja auch ohne. Und es geht viel besser ohne. Ja. Mhm. Mhm. Also bei mir gab es tatsächlich auch so mal ein Schlüsselerlebnis vor ein paar Jahren. Da ist mein Mann und ich bis in den Meraner Höhenweg gelaufen, einfach mit Rucksack, und haben dann auf den Hütten da so übernachtet. Und da bin ich zum allerersten Mal, habe ich mir natürlich genau überlegt, was brauchst du, ein Blasenpflaster, vielleicht noch ein extra paar Strümpfe oder eine Wasserflasche und so. Also wirklich minimal sind wir da losgelaufen. Und da hatte ich zum ersten Mal so das Gefühl der Freiheit, also dieses: ich brauche gar nicht mehr. Es wird wirklich für mich gesorgt. Und ich glaube, das war auch so ein Schlüsselerlebnis, dass ich mich dann auch irgendwie irgendwann mal auf diese Reise begeben habe. Mhm. Du bist wie lange jetzt verheiratet? Wenn ich das fragen jetzt darf? Mit dem zwei, ja, darfst du gerne fragen. Also mein Mann und ich, wir sind jetzt 20 Jahre zusammen und ich glaube 17 Jahre verheiratet. Also mit Zahlen habe ich es wirklich nicht so arg. Bitte, Norbert, verzeih mir. Aber wir sind schon eine ganze Weile schon wieder auch verheiratet, ja. Mhm. Also meine Frage wäre jetzt eigentlich eher in der Fortführung dahin gegangen. Das Tiny House hat euch aber eher gefestigt oder ist es auch manchmal eine Belastungsprobe, wenn man sich so nah auf der Pelle hängt? Also Ralf, das ist wirklich... unfassbar. Ich habe mir natürlich im Vorfeld immer Gedanken gemacht, begibt sich ja schon in Gedanken auf die Reise, wie ist es denn, wie fühlt sich das dann an in diesem Raum und auf Dauer und so. Und ich habe mir dann immer so gedacht, naja, wenn er zum Beispiel an der Spüle steht und ich muss vorbei, dass es dann einfach so eine Enge gibt. Nee. Gar nicht. Also ich kann wirklich sagen, wir wohnen jetzt fast ein Jahr da drinnen. Wir haben unseren ersten Winter hier gerockt. Wir haben den Sommer, das ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer, ist nochmal schöner gerockt. Wir waren zusammen zu zweit in Quarantäne und es ist wirklich total stimmig und ich würde sagen, es ist sogar insgesamt noch viel besser geworden. Durch diesen Schritt. Ich grabe jetzt mal ganz tief in der Vermutungenkiste und grab jetzt hier alles aus, was irgendwie Vorurteile hat. Wie ist es im Sommer? Im Sommer sitzt ihr da drin und schwitzt euch von morgens bis abends dann ab. Im Winter friert ihr euch die Hacke ab? Oder was ist bei so einem Tag wie gestern und heute? Gut, der ganz große Sturm ist ja ausgeblieben, aber es pfeift und zieht ja ganz ordentlich hier draußen. Und hast du da nicht Angst nach dem Motto, dieser Sturm, dieser Winter, der knackt mich jetzt komplett? Oder wie ist das im Sommer? Ist das Ding so isoliert oder so offen, dass ihr da permanent trotzdem euch drin wohlfühlt? Oder ist es mehr so wie Leben im Blechcontainer und wir schwitzen uns zu Tode im Sommer? Okay, gehen wir erstmal auf den Sommer, weil ich habe ja schon gesagt, es ist da natürlich nochmal schöner. Denn ab Frühling, ja, ist es so, also das Tiny House ist im Prinzip nie zu, sondern es ist eigentlich immer die Türe offen. Und im Sommer war es tatsächlich so, wir haben die Möglichkeit, eine Klimaanlage noch reinzubauen. Im Moment sind wir noch nicht so weit, dass wir das möchten. Da war es dann so, das Haus heizt eigentlich auf, ohne Frage. Ja, nur... Wenn abends dann halt das Fenster, wenn wir haben ziemlich viele Fenster, wenn die dann geöffnet sind, dann kühlt es auch ruckzuck wieder aus. Also das ist das Angenehme. Und es gab tatsächlich 1, 2, 3 Sommerabende. Wir haben neben unserem Tiny House einen Walnussbaum und dann mache ich das ganz einfach, Feldbett hin und dann kann man zur Not auch mal da schlafen. Also ich mache es halt einfach. In der Tat. Ja. Und so der Winter ist überhaupt gar kein Thema. Da ist es mollig warm, denn wir haben eine tolle Heizung. Wir haben noch eine Fußbodenheizung. Also da ist überhaupt gar kein Thema. Zu dem Sturm, die letzte Nacht war es ja ruhig, aber die vorletzte Nacht, ja, lieber Ralf, da hat das Tiny House gewackelt.
Und ja, wenn da mal 160 Stundenkilometer kommen, habe ich auch keine, weiß ich nicht, ob es hält. Doch, mal ganz ehrlich, auch andere feste Häuser, da fallen die Ziegel ab, da läuft Wasser rein. Also wo ist denn die Sicherheit? Also so denke ich halt einfach nicht. Natürlich ist unser Darfst du, Häuschen auch glaube ich, auch nicht. versichert Ja. und das ist aber nicht, so denke ich einfach nicht. Genau. Ihr habt euch ein Baugrundstück besorgt, da oben in Biebe, am Ortsrand von Biebe, so Richtung Bayern darüber. Ihr seid, glaube ich, müsstet ja mit so ziemlich das letzte Haus Richtung Bayern sein, oder? Ja, so ungefähr, ja. Auf jeden Fall das kleinste Haus in Kle Biber Richtung Kle Bayern. Kle kleinstes Tiny-Haus vor der Grenze, genau. Ja, genau. Okay, muss ich doch mal gucken. Ich bin ja diese Quatsch nächste Woche wieder am Ausfahren von meiner Zeitung. Vielleicht machen wir da mal einen kleinen Schlenker da hinten bei dieser RTL2-Gaststätte da vorbei und dann mal einen Berg Ich würde hoch mich sehr Richtung. freuen. Ich würde mich Ich sehr, sehr werfe dir freuen. eine Zeitung ein, okay? Ja. Du hast gesagt, ihr habt das Ganze jetzt beheizt. Du hast eine Fußbodenheizung drin, du hast eine normale Heizung. Wie macht ihr das? Mit Gas oder habt ihr einen eigenen Anschluss oder ist Strom. dann Strom? Okay. Wir haben einen ganz normalen Stromanschluss, Strom und Wasser, einen Anschluss. Ja, ganz genau. Okay. Und das Haus ist dann auch mehr freistehend oder ist das irgendwie im Hang drin? Das ist ja eine sehr bergige Gegend. Da hinten ist ja am Rand Nein, vom wir haben wirklich Spessart einen oder? ganz tollen Bauplatz gekriegt. Also wirklich einen tollen, der ist alles ziemlich eben, mit halt Blick, einen ganz tollen Blick und das steht da ganz frei. Ja. Ja gut, muss man ja sagen. Ich meine, Biber, der Ort, in dem du jetzt wohnst, wie viel Einwohner habt ihr jetzt? 1200? Ich habe jetzt nur geschätzt. Ich glaube fast 2000. 2000, aber gut, ist ja eigentlich ein kleines Mittelzentrum, ist ja eigentlich alles da, was man braucht. Ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung für Biber. Ihr habt einen Ja, schönen absolut. Schwimmbad, ne? Luftkurort. Luftkurort, und der wirklich auch seinen Namen verdient. Da oben kann man auch toll wandern, Mountainbiken. Ihr seid ruckzuck in Bayern, oben an der Wisput. Und also vom Landschaftlichen her ist das da hinten ja ein Traum. Auch ein Ein Ort mit einer Traum. sehr schönen Geschichte. Da bist du Und übrigens. auch sehr ruhig, tatsächlich auch. Also da, wo wir jetzt wohnen, da ist es wirklich, wir haben keine Straße drumherum, ist es wirklich sehr, sehr ruhig. Das ist ganz toll. Bist übrigens jetzt der zweite Bewohner oder Einwohner von Biber, den ich jetzt hier am Mikrofon habe. Mein Ach Physio, ja. der Immo Tintje, der kommt ja auch aus Biber, von daher. Ja, der Imo, den kenne ich auch. Ja, klar. Ja gut, bei 2000 Einwohnern muss man sich kennen. Ja, genau. Du hast gesagt, ihr habt noch einen Container mit dazugestellt. Was genau passiert denn in dem Container? War das von Na, vornherein so im geplant oder habt ihr dann festgestellt, so ein bisschen so fürs Arbeiten, für die Aufnahmen, für dein Coaching, da kommen wir jetzt noch gleich drauf. Da brauche ich einfach noch einen Raum, der ein bisschen separat ist. Das kann ich nicht alles jetzt noch direkt aus dem Tiny House vornehmen. Wie kam es Also dazu? ursprünglich war es tatsächlich so geplant, dass ich im Tiny House dann auch arbeite und das hat sich aber dann so nach und nach haben wir gewusst, okay, wir brauchen tatsächlich noch mal einen Raum und es ist auch wirklich sinnvoll, also wichtig auch gerade aus Datenschutzgründen, so wie ich arbeite, dass ich einen Raum habe, wo ich dann Telefonate und Gespräche mit meinen Klienten halt habe und deswegen ist das mit dem Container eine gute Lösung gewesen. Ja. Okay, kommen wir mal zu deinem zweiten Leben. Was Yeah. dann? Du merkst, Du ich hast. strahle schon, weil das ist mein Thema. Ja, es ist ja auch nicht zu übersehen. Ja. Also, wie ich das Cover für die Episode hier gestaltet habe, hatten wir eine kleine Diskussion, weil ich habe deinen Namen rumgedreht aus Versehen. Also nicht Carola Lotz, Lotz Carola, nein, das nicht. Du nennst dich ja Lotzin. Was für eine Lotzin? Das kommt ja vom Tiny House. Naja, also was ist denn eigentlich ein Lotse? Ein Lotse ist jemand, der die Richtung zeigt, ja. Und wenn es Wogen gibt im Alltag oder in dem Leben einer Person, dann ist es ganz gut, wenn man einen Lotsen hat, der wirklich hier guckt, wo kommst du denn sicher durchs Gewässer? Und ich nenne mich selbst Loslass-Lotsin. Das hat natürlich damit zu tun, dass ich jetzt mit der Geschichte mit dem Tiny House unfassbar viel im Außen losgelassen habe. Aber es ist nicht nur im Außen, sondern es ist innerlich, in mir habe ich unfassbar viel losgelassen. Und ich weiß, dass Loslassen wirklich ein Schlüssel ist für so viele Geschichten, was sich Menschen erzählen. Und deswegen bin ich jetzt die Loslass-Lotsin Lotz, die mit den vier L's.
Und ich hatte auf meinem, bei meinem Coverentwurf hatte ich geschrieben, lass los, Lotsin. Genau. Ja. Und das war der Fehler gewesen. Loslassen statt ist lass los. Schlimm. Ja, ist halt ein anderer, ist halt eine Aufforderung, ne? Ja. Gut, das kommt bei dir ein bisschen anders rüber. Du hast also im Endeffekt dann das, wo du auch deine Erfahrungen gesammelt hast, wo du deine positiven Erfahrungen gesammelt hast, hast du zu deinem Beruf gemacht und hilfst jetzt anderen Menschen, also nicht nur ihr Haus zu verlassen und dann ebenfalls ins Tiny House zu ziehen, sondern du hilfst denen auf ihrem Lebensweg, dass sie sich von vielen Dingen, körperlicher, also seelischer Art, sage ich mal, als auch materieller Art trennen. Und das Spektrum ist ja wahrscheinlich breit, aber du sprichst ja aus dem Nähkästchen. Genau so ist es. Und das bietest du als, als Coach an, mit Seminaren oder wie läuft das genau? Also im Deutsch, ich bin, Corona kam ja dann dazwischen. Früher, also ich, seit 2014 habe ich tatsächlich ein eigenes kleines Nebengewerbe gehabt. Ja, Streichleinheiten für die Seele. Da habe ich angefangen so mit Massagen und Klangschalen, so energetisches Heilen und so weiter. Das war ja dann, da hatte ich auch eine kleine Praxis in unserem Haus. Dann kam ja auch Corona noch und dann hat sich die Form des Arbeiten total verändert. Also da durfte ich auch loslassen. Und heute ist es so, dass ich im deutschsprachigen Raum hauptsächlich Frauen begleite. Und meine Herzensfrauen sind die Mamas, denn ich bin auch Mama von zwei reizenden erwachsenen Kindern, die doch ziemlich viel oft mit sich rumschleppen auf ihren Schultern. Und aus dem Grund helfe ich berufstätigen Mamas beim Thema Loslassen, egal in welcher Form. Und da gibt es ganz, ganz viel, was Belastendes ist aus der Vergangenheit, in der Gegenwart. Also ich helfe beim Loslassen. Und das machst du überwiegend digital oder auch so in Vier-Augen-Gespräch bei dir zu Hause? Also im Moment ist es tatsächlich so, dass ich nur online arbeite, so wie wir das hier ja auch in der Form machen, über Zoom. Das funktioniert hervorragend, das ist kein Thema. Ich gebe auch Seminare jetzt im März am Aschermittwoch, ja, ist ja ganz toll, das ist ein Loslasttag für mich. Da beginnt ein Online-Seminar, da mache ich sowas und eine Gruppe, wo ich dann auch ein Seminar dann gebe vor Ort. Aber das ist erst noch in der Planung, wird wahrscheinlich im Mai dann erst stattfinden, wenn so alles draußen ein bisschen ruhiger ist. Ja, die Zeichen stehen ja jetzt ja ganz positiv, ja, dass es jetzt langsamer ein bisschen ruhiger wird und sich jetzt ganz ein bisschen zum Sommer hin entspannt. Ich glaube, das haben wir auch alle langsamer nötig. Ne? Absolut. Ich freue mich so. Ich hatte schon im Vorfeld, wie ich diese Sendung hier jetzt auch so in meinem Umfeld ein bisschen angekündigt habe und so über meinen Podcast, hatte ich schon die ersten Fragen gleich von Menschen, die auch sagten, das wird mich auch wahnsinnig interessieren, gerade jetzt mit diesem Umzug, mit dem Tiny House, da tut sich ja derart viel, aber da habe ich auch festgestellt, der eine oder andere hat dann gleich auch so ein bisschen, er läuft teilweise gegen Mauern, weil die nicht damit rechnen, dass man auch für so ein Tiny House einen relativ hohen Aufwand erstmal betreiben muss, dass da doch einige Hürden zu überwinden sind mit Bauplatz und Genehmigungen und so. Also es ist nicht so, wie man sich das halt so ein bisschen blauäugig vorstellt. Du kaufst jetzt so ein Ding, baust das um. Ich hatte gestern noch ein Gespräch mit jemandem, der auch davon träumt, eigentlich mit ein paar Kollegen zusammen, Handwerkern, eine Firma aufzumachen, zum Thema Umbauen von alten Bauwagen und ähnlichen Dingen in kleine Tiny Häuser. Ne? Und ein anderer Kollege hat mich angesprochen, der sagte, er würde sowas ganz gerne auch auf einem Grundstück, was er wohl schon hat, auch dann ein bisschen größer aufziehen, aber halt diese Tiny Häuser dann verkaufen, verpachten, keine Ahnung, whatever. Ne? Aber das ist ja, also gut, der letztere Kollege kennt sich mit diesen Dingen natürlich auch relativ gut aus. Da kommst du ein bisschen aus dem Metier. Gibt es irgendeinen spontanen, generellen Tipp, den du diesen Menschen geben könntest oder generell Interessenten geben könntest, die sagen, das mit dem Tiny House, das wird mich jetzt mal interessieren. Wie können die sich dann im Vorfeld schon mal richtig schlau machen, damit die nicht irgendwann nach den ersten Planungen frustriert wieder aufhören, stecken? Also wenn der Wunsch da ist, das zu machen, dann einfach machen.
Und natürlich, da muss man tatsächlich im Bauamt nachfragen, was genau die Bedingungen sind, wo denn überhaupt so ein Haus stehen kann. Und ich würde mich als allererstes tatsächlich bei einem Tiny-House-Bauer einfach informieren. Weil das ist so die erste Adresse, die kennen sich echt total gut aus. Die wissen auch, welche Voraussetzungen geschaffen werden können. Also ich würde, sei denn, man will das selber bauen, ja, da bin ich aber überfragt. Also ich habe wirklich meine Informationen tatsächlich über den Architekten und auch über den Tiny House Bauer bekommen. Mhm. Und das waren so die ersten Ansprechpartner, ja. Ansonsten in meinem Umfeld konnte ich tatsächlich niemanden fragen, weil keiner die Idee hatte, da in so einem Tiny House zu wohnen oder den Wunsch. Also in meinem Umfeld war tatsächlich niemand. Ich habe das tatsächlich über den Tiny House Bauer alles erfahren. Mhm. Also in meinem Umfeld sind auch viele Leute, die zwar Interesse daran haben. Ich meine, du hast halt immer auch so eine gewisse Blase um dich rum von Leuten, die ähnliche Interessen haben. Vielleicht ist halt bei mir da momentan auch das Interesse ein bisschen größer. Wir haben eine klitzekleine Nebensächlichkeit vergessen. Was muss ich denn rechnen, wenn ich so ein kleines Tiny House aufstelle? Also, wir haben Angebote gehabt von 120.000. Wir reden von Tiny House. Da wäre aber wirklich 120.000 Euro nur für das Haus, aber wirklich mit allem, mit allem, allem, allem. Wir selbst haben tatsächlich jetzt für unser Haus um die 80.000 bezahlt, aber es geht, also vor 2 Jahren hätte ich gesagt, es geht bei 60.000 so in etwa los. Man kann natürlich auch ganz viel sparen, indem man das selber macht. Da ist man vielleicht bei 30.000 oder 40.000. Das ist alles, kommt drauf an, was du möchtest. Bei uns war es halt so, dass wir gesagt haben, okay, wir lassen das komplett so bauen, wie wir das haben wollen. Ach, ihr habt also einen Architekten beauftragt und der hat sich dann hingesetzt mit euch und hat das dann... der Architekt hat uns da leider gar nicht, also wir hatten einen tollen Architekten, aber erst nachdem ich schmerzhaft das war halt dann die Erfahrung. Ich habe erst mit einem Tiny House Bauer gesprochen und habe einen Bauantrag, eine Voranfrage bei der Gemeinde gemacht. Die haben gesagt, ja, ist kein Problem. Und ich war so blauäugig, weil ich es einfach nicht wusste, dass man für diesen Bauantrag jemanden braucht, der das unterschreiben darf. Ja. Mhm. Und dann danach kam eigentlich erst der Architekt mit an Bord. Und da war aber im Prinzip das Tiny House so gut wie fertig. Mhm. Aber du brauchst jemanden, der das halt unterschreibt. Ja. Du brauchst den Bauplatz, du brauchst die Genehmigung, du brauchst jemanden, der... Ja. Also wenn du es nicht fertig einkaufst, nach dem Motto, jetzt ich nehme jetzt Modell Schwarzwald oder sowas, oder bei uns dann halt Modell Spessart, dann... Selbst dann, Ralf, wenn du längere Zeit, wenn das dein erster Wohnsitz ist, wenn du das in den Garten stellst, fragt keiner danach. Also wenn du dann im Sommer dann dort bist oder so, als Gartenlaube oder so, da, aus meiner Erfahrung, ist es dann nochmal anders. Wir haben ja unseren ersten Wohnsitz da drin. Wir haben nicht nochmal irgendwo anders irgendwo einen Wohnsitz. Das ist unser erster Wohnsitz. Trotzdem einfach in den Außenbereich bauen, nach dem Motto, ich habe jetzt hier eine schöne Wiese im Außenbereich und da stelle ich jetzt dann das Häuschen drauf. Das geht natürlich auch nicht. Ne? Also es muss schon Baugebiet sein, oder? Baugebiet, ja. Es muss Baugebiet sein, auf jeden Fall. Baugebiet, ne? Also es ist Bauplatz, ja. Also was kann ich jetzt rechnen, wenn ich jetzt sage, ich möchte ein Tiny Häuschen haben, mit dem ich jetzt nicht ganz so viel Arbeit habe. Ich kaufe also was mehr oder weniger schon vom Profi gebaut wird. Ich brauche den Bauplatz, Genehmigung. Bin ich relativ schnell auch bei 150.000 Euro? Ja. Kommt hin. Ja, es kommt drauf an, wo das Häuschen steht. Ob das natürlich in Bieber steht oder in Hanau oder Offenbach. Da sind die Preise für ein Grundstück noch ein bisschen höher. Also du merkst, man kann es einfach nicht pauschal sagen, aber ja. Ja, so eine Hausnummer, ja. Machen wir nochmal ein bisschen Werbung für Biber. Wie sind denn da ungefähr momentan so die Meterpreise? Im Vergleich zu Hanau und Offenbach. Ich denke mal so um die 100.000 und die 100 Euro, 130 Euro. So. Also noch lange nicht so hoch wie in Biebergemünd-Kassel, wo du früher mal gewohnt hast. Da ist es schon höher. Aber ich weiß es tatsächlich nicht so genau, ja. Ja gut, aber es ist ja was ganz anderes als die Zahlen, die momentan im Raum Offenbach oder Hanau, Frankfurt gezahlt werden und da im ganzen Umfeld. Und Bibergemünd selbst ist ja auch schon ziemlich am Boomen, sag ich mal. Ne? Die Grundstücke werden ja überall gekauft wie verrückt. Ja,
Ja, Da hoffe ich und auch auch noch so ein die bisschen drauf. Immobilienpreise, die steigen ja immer noch. Ja, also Ja, alles genau, gut. richtig. Okay, Genau. ihr habt dann irgendwann festgestellt, der Platz, also fürs Arbeiten brauche ich definitiv noch einen Raum mehr. Und dann habt ihr euch einen Container bestellt. Das ist so ein, ich kenne jetzt nicht, ich muss jetzt einfach mal raten. Ist das auch so ein fertiger Container, den man sich dann kaufen kann für so und so viel 1.000 Euro? Und der wird dir dann praktisch auf dem Laster gebracht, mit dem Kran hingestellt und dann ist das Ding fertig. Du fängst an zu tapezieren und alles ist Also gut. Tapezieren ist, ne, das ist ein Container mit so einer Holzständerbauweise. Und den haben wir uns ganz normal in Büdingen gekauft, bei jemandem, der das direkt von Polen gekommen und wurde genauso einfach hingesetzt. Ich hätte mal Angebot bekommen für solche Container. Allerdings waren die aus Blech und die kamen dann aus dem Schiffsbau und die wären dann Ja. praktisch mit dem Container Lieferdienst dann hergekommen und die hätten dann mit einem riesen Kran mit das Ding hinten in den Garten reingehoben. Aber da ich sag Also mal es so, ist die kein Entfernung war zu weit. Schiffscontainer, ja. Es ist tatsächlich, also es ist Holzständerbauweise. Von außen hat es Blech, ja. Es sieht aus vielleicht im ersten Moment wie so ein Stahlcontainer, aber das ist es nicht. Nee. Er ist auch isoliert, genau, das wollte ich sagen. Das war dann noch eine Frage. Die Energiekosten, die ganzen Verbrauchskosten, ich meine 150.000 Euro erstmal hinlegen, dass du in so einem Häuschen wohnen kannst, ist natürlich auch ist eine Hausnummer. Schönes Wortspiel, ne? Aber die laufenden Kosten, die gehen ja dann wahrscheinlich auch senkrecht runter, gehe ich mal von aus. Ja, Du hast ja ja. keine 200, 300 Meter, die du mehr noch bearbeiten, heizen, versorgen musst, sondern hast nur noch deine paar Meterchen fürs Tiny House. Und dementsprechend ist das Wohnen nach hinten raus natürlich deutlich günstiger, oder? Ja, also in der Tat ist es schon. Nur, also ich habe tatsächlich auch nicht mal so viel die Wäsche wie früher. Warum auch immer? Wahrscheinlich, weil ich einfach, ja, es ist einfach nicht mehr so viel. Weniger Vorhänge. Ich habe zum Beispiel keine Vorhänge, keine Decken, die ich da ständig am Waschen bin. Also im Haus war tatsächlich Wasser noch mehr Verbrauch wie jetzt hier in diesem Tiny House. Und Strom, ja, der ist natürlich ein bisschen hochgegangen, weil wir mit Strom heizen. Aber früher hatte ich ja auch die Ölheizung. Ich musste in jedem Winter voll tanken und den Schornsteinfeger, die Reparaturen und die Wartung für alles. Also wenn man das, da ist schon ein bisschen, ist das schon runtergebrochen, ist deutlich weniger. Ja. Absolut. Okay, gut, das. Also von der Seite her würde ich schon sagen, ja, Minimalismus ist auch immer irgendwo auch ein bisschen den Geldbeutel entlastend. Ja. Aber dass ihr jetzt keine Vorhänge an den Fenstern habt und dies nicht und jenes nicht, das ist ja auch dann jetzt aber eine Einstellungssache. Nicht jeder will halt auch Vorhänge haben. Das ist ja nicht so, dass da einfach kein Platz mehr ist oder dass im Tiny House ist Vorhangverbot oder so. Das ist es ja wahrscheinlich nicht. Das ist ja auch dann eine Art und Weise, wie du dann lebst oder wie du dir dann dein Häuschen dann einrichtest. Na, wer es vielleicht Ganz lieber genau. auch Das mit Stoff ist. haben will und alles dann irgendwie mit Plüsch und Teddybären in der Ecke, der kann es natürlich trotzdem machen. Es gibt ja keine Vorgabe nach dem Motto, kein Ganz Plüsch, kein genau. Vorhang. Okay. Ganz genau so ist es. Gut, wenn jetzt jemand sagt, er hat den dringenden Wunsch, auch sein Leben ein bisschen zu verschlanken und loszulassen, der kommt an dich über die Shownotes. Deine Kontakte werde ich wahrscheinlich, wenn ich darf, Ja, hinten selbstverständlich gerne. in die Ja. Shownotes reinsetzen. Das müssen wir gleich Ja. erklären. Ja. Und dürfen denn auch dann Interessenten mal, die jetzt nicht wegen Seminaren oder Coachings zu dir kommen, sondern einfach auch mal wegen dem Tiny Häusern, wegen dem Umzug, wegen diesem ganzen Prozedere, können die dich dann auch mal erreichen, mal kontaktieren? Geht das auch? Also, Ralf, ich wirklich. Diese Woche war niemand da, letzte Woche war jemand da, die Woche davor war jemand da. Also für Menschen, die tatsächlich wirklich da Interesse dran haben und diesen Schritt auch gehen wollen, für die stehe ich gerne zur Verfügung. Den zeige ich auch gerne mein Haus, weil da weiß ich, da ist ein echtes Interesse. Also das mache ich schon, ja.
Du bist ja auch nicht so ganz unbekannt. Du warst ja auch schon ganz gut in der Presse. Ich glaube, im Fokus warst du mal drin, in der Zeitung. Oder wo war das? Und dann irgendwie im Fernsehen? Naja, warst du auch jetzt schon vor kurzem in der Gelnhäuser Neuen Zeitung wurde ein Artikel über das Tiny House geschrieben. Mhm. Und letztes Jahr, also der Transport unseres Tiny Houses wurde von Sat.1 begleitet. Das hat sich dann irgendwie so ergeben, ja. Und ja, und da gibt es natürlich auch einen Filmbeitrag über unser Tiny House. Also wenn jemand wissen möchte, wie ich wohne, dann möge in den Shownotes auf jeden Fall erstmal Focus TV schauen. Und, da sieht man dann tatsächlich, wie wir da drin wohnen, wird das Haus von innen gezeigt und von außen und von oben mit Throne und ja, tralala, so alles. Mhm. Okay. Genau. Mhm. Gut. Auf jeden Fall. Worauf sollten wir noch hinweisen? Was haben wir vergessen? Loslassen ist auf jeden Fall immer eine Entscheidung. Eine Entscheidung für ein einfaches Leben. Und auch mal die Vergangenheit loszulassen. Gehört ja beides zusammen. Ne? Wenn du am Entrümpeln, am Loslassen bist, entrümpelst du ja auch deine Vergangenheit. Ne? Mhm. Es war auch wirklich nicht immer einfach, tatsächlich, wenn du ein Haus hast, vom Keller bis zum Dachboden, wirklich am Dachboden, da waren so unfassbar viele Sachen noch von den Kindern, Schultüten, Erinnerungen und. Du weißt ganz genau, in deinem Tiny House hast du dann den Platz nicht mehr. Das war auch nicht unbedingt einfach, da alles dann loszulassen. Also es ist auf jeden Fall ein Prozess. Aber im Nachgang kann ich dir sagen, also für mich persönlich hat es sich 100% gelohnt, denn ich vermisse nichts. Und wenn ich jetzt an meinem alten Haus vorbeigehe und weiß, dass da eine wundervolle Familie ist, die jetzt auch kleine Kinder wieder haben und genau das genießen können, wie ich das mit meinen Kindern dort erleben durfte, da bin ich einfach nur glücklich und dankbar für die Zeit, wo das Haus bei mir war und dass ich jetzt einfach ein einfacheres, anderes Leben führen darf. Ich drohe das jetzt mal an. Ich komme euch mal besuchen. Ja. Im Sommer, jetzt nicht. Herzensgerne. Herzensgerne. Okay, ich will mir das wirklich mal angucken. Ich will wirklich mal sehen, wie das so ist. Mhm. Mhm. Also ich war letzte Woche tatsächlich auch wieder eine Dame da, die überlegt gerade auch, ihr Haus zu verkaufen. Also das ist immer wieder, also es sind so viele in meinem Umfeld. Das ist natürlich immer so, wenn du irgendwas machst, dann ja, das Umfeld zeigt dir das und dann kommen dann immer mehr Leute und die haben ähnliche Geschichten. Und die Dame überlegt auch alles zu verkaufen und tatsächlich vielleicht in ein Tiny House zu ziehen, vielleicht was anderes. Ja, sind viele. Mhm. Sehr, sehr spannend. Mhm. Ich danke dir für dieses Gespräch und wir bleiben am Ball. Hm? Unbedingt. Ich will wissen, wie es weitergeht. Unbedingt. Sehr, sehr, sehr gerne. Wir können uns ja dann in einem Jahr nochmal treffen und fragen, ob das hier mit meinem Mann immer noch so gut ist. Gut, aber ich komm trotzdem vorher im Sommer mal vorbei und guck mal, wie das aussieht im Sommer. Okay? Ja, absolut. Nicht jetzt, super, super gerne. Wenn es draußen so stürmt und schneit, nicht. Nee. Naja, heute Nachmittag soll sie nochmal durch Deutschland fegen. Und ich bin so froh, dass die Internetverbindung jetzt so toll gehalten hat, bis auf ein, zwei kleine Aussetzerchen. Ja. Und mega, mega schön. Okay. Ich danke dir von ganzem Herzen, lieber Ralf, für dieses ganz tolle Gespräch. Im Vorfeld hatte ich ein bisschen Angst. Angst davor, denke ich, oh Gott, das habe ich ja noch nie gemacht. Aber gut, einmal ist immer das erste Mal und das war es jetzt heute mit dir und es war wunderschön. Ich danke dir. Ich habe 100 Episoden aufgenommen, ich habe noch keinen gebissen, ganz ehrlich. Okay. Obwohl du von Bad Orb bist, das war aber jetzt ein Insider. Okay, also in diesem Sinne, mach's gut. Grüße und tschüss. Bis die Tage. Danke dir. Ciao, ciao. Dankeschön. Tschüss.